So, ich würde sagen, wir starten. Einen schönen guten Tag aus München zu unserem heutigen G4-Archiver-Webinar. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns ein bisschen tiefer in das Produkt des Archivers reinzugehen. Mein Name ist Michael Gerb und an meiner Seite heute der Stefan Kratzel. Wir werden Sie heute durch das Webinar begleiten. Ich werde Ihnen einerseits ein bisschen die Fakten über den G4-Archiver erläutern, wobei dann der Stefan eben auf die technische Live-Präsentation eingehen wird. Bitte haben Sie auch hier wieder Verständnis, dass Sie stumm geschalten sind. Wir haben eine relativ hohe Anmeldungszahl heute, sodass ich Sie bitten würde, die Fragen, die Sie haben, im Fragenfenster zu äußern. Wir werden dann im Anschluss an den offiziellen Part die Zeit haben, in Ruhe auf Ihre Fragen einzugehen. Zum Start würde ich Sie bitten, eine kurze Umfrage zu beantworten, ob Sie denn mich auch gut hören können. Bitte da kurz klicken. Einen kleinen Moment bitte noch, bis alle abgestimmt haben. Okay, das schaut gut aus. So, ein kurzer Überblick. Am Anfang werden wir nochmal einen kurzen Überblick über das G4 Unlimited Lizenzmodell geben, dann auf den G4 Archiver natürlich im Detail eingehen, dann werden wir uns das Ganze live anschauen. Und dann eben, wie schon gesagt, auf die Fragen eingehen. Ein paar Worte zu GFI Unlimited. GFI Unlimited ist das neue Lizenzmodell von GFI, eben parallel zum gewohnten Kerio-Modell, das einigen von Ihnen eben ein Begriff sein sollte. Dabei handelt es sich um einen Softwarekatalog oder eine Software-Flatrate für 21,60 € pro Jahr, in dem 12 Produkte enthalten sind, die Sie oder der Kunde alle nutzen können, inklusive aller Produkte, die in der Zukunft auch dort mit in dieser Flatrate enthalten sein werden. Und darunter ist natürlich auch der G4 Archiver, eines der Produkte, das wir heute im Speziellen anschauen. Die Webinarreihe umfasst letztendlich alle Produkte des G4 Unlimited Modells, heute aber, wie gesagt, der Fokus auf den Archiver. Nochmal kurz zum Überblick. Es sind 12 Produkte, die bekannten Kerio-Produkte Connect, Control, Operator. Dann noch weitere Produkte, auf die wir, wie gesagt, in weiteren Webinaren eingehen werden. Aber heute ganz klar der G4 Archiver eben, um E-Mails, Kalender und Anhänge zu archivieren. Vielleicht ein Wort vorweg, warum sollten wir denn archivieren oder warum sollten Kunden archivieren? Was nun mal Fakt ist, archivieren ist Pflicht. Die GODB, nicht verwechseln mit der DSGVO, damit hat das nichts zu tun, die besagt, dass eben relevante E-Mails aufbewahrt werden müssen für einen gewissen Zeitraum. Diese müssen zentral und sicher gespeichert werden. Und da ist der wichtige Punkt eben die langfristige, unveränderbare Speicherung im Originalzustand, welche weiterhin von Manipulation auch geschützt wird, dass die E-Mails eben vorgehalten werden für einen bestimmten Zeitraum. Das ist so das A und O, warum man denn überhaupt archivieren sollte, natürlich. Ein anderer Punkt ist natürlich noch die höhere Produktivität. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr Postfach mit einigen Gigabyte Mails, so wie ich, sind unterwegs mobil und möchten dann irgendeine E-Mail heraussuchen, wenn Sie das jetzt mit einem Smartphone oder am Rechner machen und vielleicht alles nachladen müssen, weil Sie eine Mail von vor 2, 3 Jahren suchen. Dann dauert es einerseits, verbraucht Datenvolumen. Wenn ich direkt auf mein Archiv zugreife, ist es natürlich um einiges schneller, produktiver und spart auch einiges an Datenmengen natürlich. Das als netter Nebeneffekt von dieser rechtlichen Geschichte eben abgesehen. Warum genau der G4-Archiver? Wir haben das ja vorhin erwähnt, innerhalb von G4 Unlimited kommt dieses Produkt natürlich mit. Und es ist natürlich eines der ersten Ergänzungen, die natürlich Sinn macht, wenn ich schon einen Mail-Server habe. Dabei ist es egal, was es für ein Mail-Server ist. Natürlich speziell mit Kerio Connect innerhalb von G4 Unlimited macht das Ganze natürlich Sinn, um dann letztendlich dem Kunden am Ende des Tages neben den Software-Lizenzen, aber auch mehr Dienstleistungen, mehr Support anbieten zu können und sich am Ende des Tages auch noch ein bisschen
besser beim Kunden zu positionieren, um vielleicht der Ansprechpartner beim Kunden zu werden, anstatt einer von vielen, und damit auch den Kunden noch mehr zu binden mit mehreren Produkten, die natürlich ja ineinander greifen beziehungsweise zusammen funktionieren. Zu den wichtigsten Fakten, was den Archiver so besonders macht, ist unter anderem die Tatsache, dass ich mehr als nur E-Mails eben archiviere. Das heißt, die gesamte digitale Korrespondenz in Ihrem Unternehmen, wie zum Beispiel Faxe, SMS, Kalendereinträge, werden neben den E-Mails eben auch archiviert. Dabei ist der Dateifilter natürlich ganz wichtig, dass ich dann natürlich auch gezielt nach den Sachen suchen kann, die archiviert werden. Andere Archivierungsprodukte, die archivieren nur E-Mails. Hier eben der Vorteil, dass ich sämtliche Kommunikation archivieren kann. Vorhin erwähnt, natürlich das Ganze rechtssicher, vor Manipulation geschützt, sodass Sie auch auf der sicheren Seite sind, wenn es um rechtliche Angelegenheiten geht, beziehungsweise Ihr Kunde. Der Zugriff von unterwegs natürlich schnell und speicherschonend. Das heißt, im Archiv schnell und gezielt nach meinen Dateien, nach meinen E-Mails suchen, ohne jetzt irgendwelche Posteingang-Synchronisationen starten zu müssen, sondern wirklich gezielt und schnell. Die erweiterten Suchfunktionen, die wir später noch sehen werden, wo wir auch gezielt darauf eingehen können, was denn oder nach was denn gesucht wird, sodass ich auch wirklich alles das finde, was mich interessiert innerhalb meiner Recherche. Dann gibt es noch eine Funktion, die nennt sich Mail Insights, innerhalb des Archivers. Darum geht es, verschiedene Vorkommnisse innerhalb des Mail-Servers oder in den Archiven zu reporten. Das heißt, der Archiver scannt die archivierten Mails und kann damit zum Beispiel bei der Datenleckerkennung helfen. Er kann unangemessene E-Mails eben herausfiltern, Reaktionsverhalten der jeweiligen Nutzer. Das ist jetzt eine Grauzone, je nachdem, auch mit Datenschutz. Ich will es nur erwähnt haben. Wir haben hier wirklich mit dieser Berichtfunktion können wir hier wirklich enorme Reporte fahren. Ich glaube, gerade so die Sache mit Datenleckerkennung ist schon unter anderem oder wird immer relevanter. Vertrauliche Dokumente und Informationen sind in den E-Mails enthalten und niemand möchte, dass die das Unternehmen verlassen. Das wird eben gestützt durch diese Funktion im GFI Archiver. Weiterhin ist es so, dass der Archiver nur jeweils eine Kopie der Mail vorhält und archiviert. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Massenmailing versenden, wird diese eine Mail gespeichert und nicht die jeweiligen Kommunikationen an die diversen Leute. Rollenbasierte Zugriffsrechte, das heißt, ich kann genau einstellen, wer welche Rechte, wer welche Funktionen hat bei der Recherche in den jeweiligen Archiven. Ich habe die Möglichkeit, mich mit diversen E-Mail-Clients oder Clients an sich über IMAP anzubinden, sodass ich mich auf mein Archiv verbinden kann, aber die E-Mails im Archiv natürlich selbst unverändert bleiben. Und das Schöne ist, es ist jetzt mit allen Mail-Servern kompatibel. Es gibt natürlich auch eine Welt neben dem Connect oder ein Tellerrand neben Keri Connect. Das heißt, ich kann auch Sachen aus diversen Cloud-Diensten archivieren, Office 365, Gmail, natürlich Exchange im Besonderen, weil wir da natürlich noch ein paar mehr Templates und Funktionen zur Verfügung haben innerhalb des Archivers. Also wir können sagen, alle Mail-Server, ein paar funktionieren besonders gut, aber natürlich, wenn wir von einer Software-Flatrate sprechen, ist es natürlich schön, wenn man auch mit allen Mail-Servern auf der Welt kompatibel ist und nicht nur mit einem Keri Connect. Jetzt würde ich sagen, das Beste ist immer, wenn wir es uns live anschauen. Stefan, sei doch so gut und übernimm du für die Live-Präsentation des GIF. Danke, Michi. Auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen. So, ich hoffe, dass wir jetzt auch alles sehen können. So, gut.
Am besten ist ja, wir schauen uns im Endeffekt die unterschiedlichen auch Komponenten des GeoVy-Archivers an. Bedeutet, entscheidende Frage, auf welcher Plattform kann ich den Archiver erstmal installieren? Das ist erstmal so, dass hier wie viele andere GeoVy-Produkte auch der Cario oder ja, der GeoVy-Archiver erstmal nur unter einer Windows-Plattform installierbar ist. Das heißt, wir sehen im Endeffekt hier im Endeffekt einen Windows-Server, der bereits auch diesen GeoVy-Archiver installiert hat. Und die komplette Konfiguration findet hier ausschließlich über die Webadministration statt. Das heißt, wir verbinden uns einfach hier im Endeffekt hier im localhost/archiver. Das ist auch dann der spezielle Pool, wo wir letztendlich auch auf unseren Archiver dann auch drauf kommen. Angefangen mit der Startseite haben wir erstmal einen sofortigen Überblick. Okay, laufen erstmal alle Dienste ordnungsgemäß. Wie viele Journalpostfächer habe ich denn angebunden? Es gibt ja, wie bereits der Michi auch vorhin schon ja, erwähnt hat, mehrere Möglichkeiten, wie ich Mails archiviere. Eine gängige Option ist das über ein Journalpostfach an meinem jeweiligen Mail-Server, wie ein Cario Connect, iSWAP-Server oder auch anderen, ja, einen Journalbenutzer zu erstellen. Und dieses Journalpostfach wird hier letztendlich von unserer Archivierungslösung in Archive abgeholt und die Mails dementsprechend indiziert und den jeweiligen Benutzern zur Verfügung gestellt. Wir können auch hier mehrere Journalpostfächer hinterlegen und ein wichtiges Merkmal dann auch des Archivers ist, dass wir durch granulare Rollenverteilung dementsprechend auch festlegen können, welcher Benutzer auf welche ja, E-Mail-Adressen auch Zugriff hat und dass wir auch gewährleisten können, dass nur auch die richtigen ja, Personen auch die richtigen oder die jeweilig zugewiesenen Mails auch sehen können in ihrem eigenen Archiv. Oft stellt sich die Frage, ja, bei der Installation des Archivers, was ist zu beachten? Bereits erwähnt, wir brauchen eine Windows-Server-Umgebung erstmal als Komponente, weil wir im Endeffekt auch die Webdienste über den Windows IIS auch hier bereitstellen. Danach stellt sich noch eine Frage, reicht gegebenenfalls die mitgelieferte Datenbank, die uns hier der Archiver mit übergibt von der Firebird-Datenbankdatei? Oder muss ich gegebenenfalls auf eine SQL-Variante hochziehen? Ich denke, so als Empfehlung kann man jetzt auch durchaus sagen, auch was wir jetzt so als Erfahrung bei vielen Händlern jetzt auch schon draußen haben, ab 30 Benutzer wäre hier meine Empfehlung aus Performancegründen hin, ja, einen Schwenk zu machen auf eine Microsoft SQL-Datenbank. Das kann auch problemlos auch der SQL Express sein, der kostenlose, aber die Performance ja, Gewinn ist doch ab 30 Benutzer doch merkbar und würde ich definitiv auch empfehlen, in dieser Größenordnung auf die MS SQL-Datenbank zu switchen. Zudem sehen wir hier in der Startseite auch ja, interessante Informationen über Archivfluss, wann kamen die Mails rein, wann wurde archiviert, wie viel Festplattenkapazität ist noch vorhanden für meine Mail-Archivierung. Ebenso sehe ich auch hier eine schöne Übersicht, ja, welche Arten von Dokumente bzw. Mails oder wurden hier in das Archiv eingeführt. Der Archiver kann nicht nur E-Mails ja, archivieren, sondern genauso auch Faxe, Dokumente und letztendlich auch weitere Files, die auch hier angeboten werden. Nächster Punkt, was ist es bei der Konfiguration zu beachten? Ich gehe jetzt nicht auf alle Methoden ein oder auf alle Schritte, sondern ich gehe erstmal auf die wichtigsten. Und ein zentraler Punkt ist natürlich die Archivierungsmethode. E-Mail-Server-Archivierung, wie gesagt, hier haben wir im Endeffekt zwei Journalpostfächer definiert. Ich könnte aber auch gegebenenfalls im Endeffekt ja, noch ein weiteres Journalpostfach hinterlegen oder meinetwegen auch direkt mit einer Exchange oder Office 365-Verbindung hier dementsprechend meine ja, Konten auslesen bzw. meine E-Mails archivieren. Genauso wichtig ist auch oft, Archive einzuschränken. Bedeutet, wenn ich irgendwo ein Journalpostfach habe und es kommen automatisch alle Mails in mein Archiv an, kann es durchaus sein, dass ich einzelne Mailadressen bewusst nicht archivieren möchte. Die kann ich hier auch gezielt aus diesem Archiv ausschließen, um auch sicherzustellen, dass Bewerbungsunterlagen oder Bewerbungsmails auch da vielleicht auch gar nicht hier in meinem Archiv landen. Nebenbei gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, die Rollen ganz klar zu definieren, welche Benutzer dürfen was. Das heißt, wir haben auch hier eigene Punkte, wo wir unterscheiden zwischen Administrator oder Vollzugriff und Administrator. Unterscheidet sich im Endeffekt, Administrator kann im Endeffekt jemand sein, der letztendlich nur eine Konfiguration an einem Archiv vornehmen kann und Vollzugriff bedeutet, dass er tatsächlich über das komplette Archiv und den kompletten Umfang im Endeffekt hinweg auch durchsuchen darf und auch über alle Benutzer hinweg. Normaler Benutzer ist normalerweise so eingerichtet oder eingestellt, dass er ausschließlich seine eigenen
ja, E-Mails hier im Archiv lesen kann, sehen kann. Und ich kann auch hier noch weitere Optionen mit übergeben, wenn es auch darum geht, okay, wie bringe ich dieses Archiv erstmal gefüllt? Wie mache ich auch sowas wie eine manuelle Archivierung? Möchte ich vielleicht den Benutzern auch die Möglichkeit geben, über ein, ja, beispielsweise ein Outlook-Plugin selbst Mails zu archivieren? Speziell, wenn ich vielleicht erst auch neu mit der E-Mail-Archivierung beginne, könnte das auch da eine Möglichkeit sein, über diesen Weg auch gleich die Archivierung auf den einzelnen Postfächern auch darüber auch anzustoßen. Wie gesagt, hier läuft sehr, sehr viel mit granularer Rechtevergabe der einzelnen Benutzerstufen. Sonst noch entscheidende Punkte, ja, welche Clients möchte ich gegebenenfalls den jeweiligen Benutzern zur Verfügung stellen? Das heißt, wie darf letztendlich dann so ein Archiv durchsucht werden? Es gibt einerseits die Möglichkeit, das Ganze als Outlook-Plugin bereitzustellen. Wir können gegebenenfalls auch einen eigenen Archivassistenten zur Verfügung stellen. Bedeutet, dass wir im Endeffekt auch den Benutzern gegebenenfalls auch die Möglichkeit geben, nicht nur E-Mails hochzuladen oder ins Archiv, sondern vielleicht auch Dokumente. Viele unserer Kunden verwenden auch den GFI-Archiver als Dokumentenmanagement-Archivierungslösung. Bedeutet, dass alle Rechnungen, die irgendwo und Angebote, die von der Firma getätigt werden, irgendwo auf dem Netzlaufwerk oder irgendwo in einem speziellen Bereich hinterlegt werden. Und dieser Archivassistent, den ich später auch nochmal kurz zeigen werde, hat die Möglichkeit, automatisch diesen Ordner abzugreifen. Und jedes Mal, wenn in diesem Ordner ein neues Dokument, ein neues Angebot, eine neue Rechnung sich befindet, wird dieses Dokument genommen und automatisch revisionssicher gleich ins Archiv hochgeführt. Weitere Anbindungsmöglichkeiten ist ja per IMAP zuzugreifen. Das heißt, nicht jeder Benutzer oder Kunde hat vielleicht die Möglichkeit ein Outlook oder hat kein Outlook, sondern hat vielleicht sein Thunderbird oder Apple Mail. Auch hier können wir im Endeffekt das Archiv per IMAP-Zugriff gewähren und es ist natürlich auch sichergestellt, dass über diese IMAP-Verbindung natürlich das Archiv und die Daten darin nicht gelöscht sind. Die gängigste Methode oder die ja, plattformunabhängigste Methode ist natürlich der Webbrowser als solches. Hier in dieser Admin-Oberfläche bin ich hier ja, Administrator und Super-User hinterlegt. Das heißt, ich habe auch die komplette Möglichkeit, auf dieses Archiv zuzugreifen. Das heißt, ich sehe auch dementsprechend alle Informationen in diesem Archiv. Ich kann im Endeffekt auch mir auch eine unterschiedliche Ordnerstruktur anzeigen lassen. Zum Beispiel wurden irgendwelche, ja, meinetwegen Dokumente archiviert. Aber das zeige ich, denke ich, noch auf der Client-Seite, welche Möglichkeiten wir noch sehen. Das soll es erstmal gewesen sein zum Server, zur Konfiguration, zum Deployment. Ist natürlich erstmal nur ein kleiner, kurzer Ausblick. Aber ja, wie gesagt, wenn es da noch generelle Fragen gibt oder genauere Fragen gibt, immer bitte jederzeit natürlich auch per Mail uns kontaktieren oder uns auch anrufen. Switchen wir zurück auf die Client-Oberfläche und starte ich im Endeffekt hier das Ganze mal als Benutzer. Gerade eben war ich eingeloggt als Administrator. Jetzt bin ich hier eingeloggt ja, Benutzer Kratzel. Vorhin war ich Kratzel-Administrator. Das heißt, hier sehe ich im Endeffekt auch wieder mit IP-Adresse und den Slash-Archiver bekomme ich wieder Zugriff auf mein Archiv. Kann im Endeffekt auch hier meinen Posteingang sehen. Welche Daten wurden im Endeffekt oder gingen an dieses Postfach? Und wir sehen, hier sind auch bedeutend ein paar weniger Mails da. Das heißt, hier habe ich auch ausschließlich nur Zugriff auf die Mails, die auch tatsächlich meiner E-Mail-Adresse oder meinen E-Mail-Adressen zugewiesen sind. Genauso auch hier in dem Bereich gesendete Objekte. Klar, hier ist nicht viel an Demo-Content vorhanden. Es sind hauptsächlich hier ja, auch ja, von heute bereits bestellte oder erstellte Testfiles oder Testmails gewesen. Aber auch genauso hier, Dateien wurden im Endeffekt über diesen Benutzer synchronisiert. Auch hier habe ich die Möglichkeit, unterschiedliche Ordnerstrukturen aufzubauen, wichtige Dokumente, eigene synchronisierte Files, die ich im Archiv hoch bzw. bereitstellen möchte. Auch hier über diesen Client-Zugriff kann dann der Benutzer auch selbst sich dementsprechend die Plugins herunterladen. Auch das kann ich wieder für jeden Benutzer einzeln definieren, ob er überhaupt dieses Recht bekommt, sich mit dem Outlook-Connector oder diesen Assistenten-File für die Dokumente, Dokumentenmanagement, ob ich das ihm bereitstelle oder auch nicht, ist auch hier wieder granular feststellbar oder zu definieren. Schauen wir uns das Ganze im Outlook an. Wie sieht die Anbindung des Archivs im Outlook? Wir haben hier erstmal ein ganz normales Postfach von mir. Auch da haben wir natürlich jetzt wieder nicht viele Daten.
dieses Plugin, was wir hier im Endeffekt auch einfach installieren, was auch vom Outlook automatisch geladen wird. Und wir sehen auch hier die Button, die dementsprechend hier mit diesem Outlook-Plugin sich mit unserem Archiver verbinden. Sehe ich hier auf der linken Seite auch meine GFI-Archiver-Mailbox. Und hier sehe ich ebenfalls genauso meinen Posteingang, meine gesendeten Objekte und dergleichen. Ganz wichtig, wenn ich hier eine Mail löschen möchte, ist das natürlich nicht möglich. In meinem eigenen Posteingang kann ich natürlich dementsprechend auch hier meine Mails löschen. Ja, das heißt, das Ganze hat im Endeffekt natürlich auch nichts mit dem Archiv zu tun. Welche Arten von diesem Plugin oder welche Möglichkeiten bietet mir dieses Plugin noch? Ich kann auch hier dieses Plugin verwenden, um auch Mails zu archivieren oder auch komplette Ordner zu archivieren. Hier einfach einen Rechtsklick und auf Archivieren drücken, dann wird automatisch dieses eine E-Mail oder diese eine E-Mail hier in meinem Archiv hochgeladen. Nun macht natürlich ja der Archiver hier was sehr Intelligentes. Er erkennt, dass diese Mail schon letztendlich im Archivspeicher drin ist und erkennt, dass es eine Duplikette wäre. Und im Endeffekt habe ich auch nur hier nur einen Datensatz und nicht diesen Datensatz x mal vorhanden. Zu diesem Outlook-Plugin, ja, letztendlich einfache Möglichkeit, hier jedem Benutzer das eigene Archiv bereitzustellen und gegebenenfalls die Benutzer auch die Möglichkeit geben, über dieses Plugin auch selbst die einzelnen Postfächer PSD-Datenbanken auch hochzuladen. Eine weitere Möglichkeit, wie wir letztendlich unser Archiv durchsuchen können, es gibt auch für Windows eine eigene kleine Applikation, diesen GFI-Archiver, ist letztendlich auch im Endeffekt wieder eine Möglichkeit, per Applikation dementsprechend wieder auf meine Archivdaten zuzugreifen. Noch nicht gezeigt, habe ich jetzt diesen File-Archive-Assistenten, um letztendlich von einem zentralen Dokumenten-Hub automatisch Rechnungen oder Angebote oder andere Arten von Dokumente irgendwo sofort ins Archiv reinzubringen. Das heißt, die Verbindung fragt mich erstmal, okay, welche Dokumente lokal oder Ordner sollen hier abgerufen werden? Ich habe jetzt hier einfach mal hier auf dem Desktop einen File-Hub-Archive-Ordner erstellt. Wenn ich da mal reingucke, sind im Endeffekt schon zwei Dokumente hinterlegt. Die sind auch hier mit einem grünen Haken aktiviert. Bedeutet, dass auch diese beiden Dokumente, wenn ich mal kurz in mein Archiv reinschaue, auch dementsprechend in dem Bereich wichtige Docs auch schon vorhanden sind. Das heißt, wenn aus irgendwelchen Gründen ein neues Dokument in diesen Ordner reinfällt, dann dauert es ein paar Sekunden, dann greift hier automatisch hier mein Archivierungs-Tool und wird im Endeffekt dann auch gleich versuchen, dementsprechend dieses Dokument wieder hochzuladen und in meinem Archiv bereitzustellen. Somit kann ich auch sehr, sehr viel auch automatisieren. Das kann auch ein Netzlaufwerk auch meinetwegen sein, spielt gar keine Rolle. Das macht hier dieser File-Archive-Assistent automatisiert komplett alleine in dem Hintergrund. Einen letzten kleinen Punkt, was auch oft nachgefragt wird. Jetzt gehe ich mal kurz wieder weg von der Client-Seite, schwenke noch einmal kurz auf die Server-Seite. Welche Möglichkeiten gibt es denn generell, das neue Archivierungssystem irgendwie mit Daten zu befüllen? Ein einfacher Weg wäre, dass man sagt, okay, ich hole mir irgendwelche oder ich habe PSD-Files von meinen Benutzern oder Sicherungen gemacht und möchte einfach über diesen Weg das Archiv befüllen. Das heißt, es gibt hier ein eigenes kleines Tool, das nennt sich im Endeffekt GFI-Archiver Import Tool. Und hier wähle ich einfach dementsprechend eine PSD-Datei aus, schaue mir diese PSD-Datei an, die nennt sich hier Backup PST. Ich möchte im Endeffekt jetzt hier meinen Posteingang ausschließlich hier archivieren. Alle anderen Informationen sind für mich jetzt nicht relevant. Klicke auf Weiter, definiere, okay, von welchem Zeitraum aus im Endeffekt E-Mails aus dieser PSD-Datei abgeholt werden sollen und sage einfach, okay, welchen Benutzer möchte ich dieses Archiv zur Verfügung stellen? Ich gebe es ja wieder in diesen Benutzer Kratzel und schon beginnt er jetzt hier sofort mit der Migration oder mit dem Archivieren der bestehenden PSD-Dateien.
Ein weiterer Punkt, wenn wir jetzt keine PSD-Dateien zur Verfügung haben. Es gibt noch weitere Importmechanismen, indem ich im Endeffekt auch hier auf diesem GFA-Archiver auf dem Server dementsprechend meine kompletten, wie sie in der Cato-Welt zum Beispiel sind, meine kompletten EML- oder IMAP-Dateien in einem Ordner platziere und ein spezielles Tool im Endeffekt ähnlich wie hier diese Dateien abholt, einliest und dementsprechend hier auch wieder in meinem Archiv zur Verfügung stellt. Das wäre es jetzt von meiner Seite gewesen. Ein kurzer Überblick, wie der Archiver erstmal aufgebaut ist, wie es auch auf der Benutzerseite oder auch auf der Anwenderseite auch aussieht. Vielleicht noch abschließend ein kurzer Punkt, was vielleicht, bevor es zu kurz kommt, während er hier noch die restlichen Dokumente einscannt, beziehungsweise auch E-Mails einscannt. Nur noch abschließend, welche Funktions- und Suchmöglichkeiten wir auch hier noch speziell im Webmail haben, weil auch da gerade eben die Frage reinkam, wie kann ich da speziell jetzt nach Elementen suchen? Es gibt hier ein kleines Dropdown-Feld und letztendlich, okay, ich möchte ja alles, was in den letzten 7 Tagen irgendwo an Mails reinkam, mir suchen. Ich kann auch hier noch spezielle Suchfilter hinterlegen, nach E-Mail-Adresse, nach allen möglichen Kriterien, die Sie natürlich brauchen. Vollständiges Element, Empfänger, Betreff, Body, Text und dergleichen. Und auch das Wiederherstellen ist eigentlich auch denkbar einfach. Man kann hier die einzelnen Dokumente herunterladen oder gegebenenfalls auch per Mail an den eigentlichen E-Mail-Adresse des jeweiligen Benutzers wieder zurückführen lassen. Gut, soweit von dem Live-Part. Ich gebe zurück an Michi und schauen wir mal, ob wir noch irgendwelche Fragen haben, die Sie mir beantworten müssen. Genau, danke dir, Stefan. Kleinen Moment noch. Also ich denke, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt Fragen und Feedback. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, bitte jetzt in das Fragenfenster, sodass wir die hier live beantworten können. Wenn wir jetzt nicht alle beantworten können, dann gerne im Nachlauf per Mail oder Telefon. Wir werden uns auf jeden Fall alle Fragen notieren. Auch hier kam oder kommt gerade nochmal eine Frage, welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn ich Apple Mail-User bin, beziehungsweise Thunderbird-User, die Daten auch mobil zu haben? Ich habe es auch vorhin kurz erwähnt, aber auch hier müssen wir im Endeffekt das Recht bereitstellen, dass wir IMAP-Verbindungen zulassen. Das heißt, man kann im Endeffekt auch per IMAP-Verbindung dementsprechend das auch auf Archiv zugreifen und darüber hinaus auch auf das Archiv letztendlich dann auch die Mails auch suchen. Jetzt hier habe ich eine vertriebliche Frage, ob denn der G4-Archiver auch einzeln erhältlich ist. Ist er erhältlich, unabhängig von G4 Unlimited als Standalone-Produkt? Nur macht es hier in dem von Anführungszeichen keinen Sinn, weil der Archiver letztendlich teurer ist als das G4 Unlimited inklusive der 12 oder 11 weiteren Produkte innerhalb dieser Flatrate. Auch hier noch eine Frage, inwieweit bieten wir Unterstützung? Ganz, ganz wichtiger Punkt, danke für die Frage. Wir bieten für alle GFI und Cato-Produkte natürlich Setup-Service-Pauschalen, das heißt, wo wir auch gemeinsam im Endeffekt auch diesen Archiver installieren können und im Endeffekt auch einen Cato Connect, iSwap oder welchen E-Mail-Server auch immer dementsprechend verbinden und bieten natürlich auch hier wieder Dienstleistungen auch an, klar. So, ich sehe jetzt erstmal keine weiteren Fragen mehr. Stefan, hast du noch was? Nee, ich denke, soweit ist erstmal alles beantwortet. Vielleicht dann abschließend noch ein paar Worte, wo Sie weitere Informationen finden. brainworks.de/unlimited. Dort sind auch nochmal FAQ-Fragen, wo Sie nachlesen können, wenn es Fragen gibt zu dem Unlimited-Lizenzmodell. Es wird weitere Webinare geben und vor allem auch Trainings vor Ort bei Ihnen mit zu den jeweiligen GFI-Produkten. Als anstehendes Webinar nächste Woche, selbe Uhrzeit, selber Tag, ist der GFI FaxMaker, meine Fax-Server-Lösung.
Dann eben weitere Informationen wie gehabt, Newsletter, Blog, Twitter und Facebook. Ich habe das ja erwähnt, da war eine Frage von einem der Partner, wie es mit dem Lizenzmodell aussieht. Hier auch nochmal der Hinweis, neu in unserem Shop ist, dass Sie bei Angeboten, die Kerio oder GFI-Produkte betreffen, immer automatisch den besten Preis angezeigt bekommen. In der Regel ist es über GFI Unlimited in Kombination mit einer Promo. Auch die Promo wird jedes Mal mit verrechnet, egal ob das jetzt aus einem Maintenance-Vertrag heraus ist oder bei einem Neukauf von Lizenzen. Sie kriegen über unseren Shop immer den besten Preis für den Kunden bzw. Sie angezeigt, auch in Kombination mit den jeweiligen Promotions, die es gerade gibt. Was ich Sie noch bitten würde, bevor wir jetzt hier das Webinar schließen, lassen Sie uns doch bitte Feedback da. Wenn ich das Webinar jetzt schließe, geht ein kleiner Feedbackbogen auf. Seien Sie so gut, geben Sie uns Feedback und helfen Sie uns damit, ja, gemeinsam noch besser und effektiver zu werden. In dem Sinn bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich sage danke, Stefan. Danke an die Teilnehmer. Bis bald. Ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Webinaren wiedersehen zu den GFI-Produkten. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf den Stefan, auf mich oder auf den jeweiligen Sales-Ansprechpartner zurück. In dem Sinn, einen schönen Nachmittag. Einen schönen Nachmittag. Tschüss.